Jo Leute, was geht ab und ein herzliches Willkommen hier zu einem neuen Reaction-Video auf diesem Channel. Ich freue mich extrem, dass ihr dabei seid. Und ja, wir reagieren heute auf The Best MTB Fails und so weiter. Also das ist eine Bike-Crash-Challenge und ich bin sehr gespannt. Ich hoffe, ich muss nicht mitleiden, weil das ist immer so ein bisschen meine Angst, wenn ich mir solche Videos angucke, dass ich da immer mitleide, weil bei so Skateboard-Jungs, halleluja. Wenn ihr wirklich Bock habt, also ich bin sehr gespannt und sehr in Lachlaune, aber trotzdem, also das, da musst ihr echt immer aufpassen. Lasst gerne ein Abo da, lasst gerne ein Abo da, schaut da gerne auf Insta vorbei. Ich bin sehr, sehr gespannt und natürlich auch gerne auf TikTok. Links sind alle wie immer unten in der Bio, aber los geht's jetzt mal. Und es... ja, das ist jetzt dieser Vorspann. Das Video ist natürlich unten verlinkt, wie immer. Eins, zwei... Der zweite ist safe geflogen. Ja, der zweite ist geflogen. Aber das, er geht sogar hin. Das ist ziemlich cool. Er liegt schon. Ich sag's ja. Am Anfang macht nur Spaß. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was? Ja, so ist Erster, perfekt, zweiter, perfekt. Oh nein, der zweite ist geflogen. Der zweite liegt. Oh, der dritte. Oh. Perfekt. Das ist nicht schön. Das ist gar nicht schön, wenn sowas passiert. Oh mein Gott. Ja, die Russen, die sind da wirklich no front, aber die sind hart im Nehmen. Aber trotzdem, wenn sich die mal. Wenn die sagen oder so, dann weißt du, das war richtig hart. Wo ist er? Oh mein Gott, da fliegt alles runter. Das waren sogar Deutsche. Das, oh mein Gott, mach das weg. Oh nein, bitte lass das funktionieren, das ist so hoch. Das ist gar nicht schön. So. Ah. Und immer ist das Vorderrad das Problem. Wirklich, immer stellen sie sich auf und dann zack. Und das ist auch das Gefährliche. Jetzt der Nächste. Oh mein Gott. Du kannst einfach nicht ernst bleiben. Das kann nur noch hinten losgehen. Das. Oh. Oh Gott sei Dank hat er einen Helm um. Alter, das sind aber schöne Ra- Okay. Mexiko, nein, Chile. Das ist aber sogar professionell. Okay, das hat nicht wehgetan so stark, glaube ich. Mal, kann ich mir vorstellen. Wunderbar, wunderbar. Oh mein Gott. Da kommt ein dickes I. Och du heilige Scheiße. Boah. Ha, was? Wie? Das hatte keinen Grip mehr bekommen. Was? Warum hat er das gemacht? Im Flug ist er vom Rad gesprungen. Ja, da. Ach so, er wusste, was kommt. Das ist natürlich okay. WTF? Ja, du bist ein richtiger Asi. Er lacht seinen Freund einfach aus. Oh mein Gott. Hör doch auf. Wunderbar. Am voller Arsch. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Diese Slows, die machen einen aber auch immer fertig. Oh nein, oh mein Gott, Alter, da fährt er mindestens 60, 70, Alter, du bist ein bisschen, oh! Mein Gott, hat sich da die Hand gebrochen oder so? Das ist nicht mehr schön. Da, oh mein Gott, er hat dort die Kamera mitgenommen. Aber ja, das ist kein Ton, okay, das war da kein Ton. Oh mein Gott, Alter. Ja!
Weiter geht's, Leute. Also es ist halt, wenn sich jemand wehtut, man sollte nicht schadenfroh sein, aber ein Scheißdreck wirklich. Also warum kann man dann nicht lieber lachen? Also, warum ist da kein Ton? Oh, Alter. Oh my shit! Das ist so geil, es ist so geil. Wow! Oh mein Gott! Gott sei Dank hat er einen kompletten Helm. Da wäre das Kind safe. Richtig abgeworfen worden. Boah, bist du deppert. Aber ich mag das irgendwie. Es ist extrem genial, wirklich. Also, falls euch das natürlich auch gefällt, lasst es mich mit dem Däumchen umwissen. Dann kommt zu was Elfters. Das ist schon dann 150. Das, stell dir mal vor, Alter, das sind mehr, als wir racken können. Aber noch schlimmer sind die Skateboard-Fails. Vielleicht reagieren wir noch die Woche noch ein bisschen auf Skateboard-Fails. Ja, noch kann ich mithalten hier mit dem ähnlichen Senna. Helm! Oh. Scheiße. Ja, schafft's gut. Und der zweite? Boah, schau dich das mal an. Oh fuck, er hat schon gemerkt. Das ist. Durch den Wald ist er auch psychopathisch. Juhu! Es ist nicht mehr schön, das ist nicht mehr schön. Boah, das hat wehgetan. Nicht so viele vor allem, weil man kann sich gar nicht mehr konzentrieren. Alles. Es ist so geil. Es ist wirklich so einfach nur mega lustig. Oh, nein, du spielst die Slow-Mo, bitte nicht. Nein. Oh, der Reifen ist geplatzt. Einfach der Reifen mega fett geplatzt. Das ganze Rad verbogen. Das schaut, der hat komplett sein Rad geschrottet, der Junge. Das ist sogar vom letzten Jahr. Und, boah. Schön ist das nicht mehr. Zack, oh nein, das gab. Oh. Nicht, was? Nein, kommt, ja, ich glaube, das Rad ist auch tot. Oh mein Gott. Boah, der ist aber auch schon so schnell dran. Ah, das ist überhaupt der gefährlichste. So Matschzeugs. Da kannst du. Das geht einfach nicht. Also wirklich, ich glaube, da stellt es mindestens zwei auf. Und das Resultat. Oh mein Gott. Der Junge ist einfach runtergeflogen. Boah, hör doch auf. Dann gleich gehen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist nicht mehr schön. Wir gucken uns das weiter mal an. Okay. War leider nicht mehr viel zu sehen. Das sind ja auch Psychopathen hier im Wald. Oh mein Gott. Das Rad auf ihn drauf. Ja, das war, glaube ich, nicht so schlimm, oder? Aber sagen wir das nicht. Da kann wirklich so viel passieren. Jung! Diese Slow-Mo-Elemente sind einfach die Hölle. Ja, da oben, da kommt er, ne? Ja, das kann nur schlecht ausgehen. Nein. Shit, ja. Und da aber hauptsächlich die Goldkette sitzt. Also, das ist das Wichtigste. Alter, wie hoch? Alter. Ja, das kann. Wo geht das da hin? 2 zusammen, oder was war das? Oh mein Gott, das sieht schon beschissen aus. Oh,
Nein, nicht wieder der Baum. Ich kann nicht. Diese Slow-Mos sind einfach das Geilste, was es gibt. Ich hasse es, wenn sowas jemand benutzt. Aber diese Slow-Mos sind einfach zu geil. Diese Slow-Mos sind aber auch die Hölle. So, nächstes, dieser Berg. Nein, da. Okay, das ist nicht so. Und gut. Ja, das Gesicht ist immer so schlimm. Oh, mein Gott. Das ist die kleinste Rampe der Welt vermutlich. Und er schafft es wirklich auch da noch auf die Fresse zu fliegen. Also deswegen aber, ich kann mir gut vorstellen, dass deswegen so viele auch mit einem Motorradhelm oder so biken gehen, weil das wirklich extrem gefährlich ist, wenn du mit dem Kopf oder so aufschlägst. Da musst du echt aufpassen. Ja, komm, das sieht mir schon so schlaf aus. Gut, ja, aber er war nicht mit einem Helm. Also, hatte Gott sei Dank einen guten Helm um, weil der Nacken ist wirklich... der Junge ist ein Wahnsinn. Oh, nein. Okay, ich dachte mir schon, der fährt von da hinten runter. Das ist gut. Gutes Lomo, aber ich glaube, das Hinterrad stellt sich auf. Nein, das ist gut. Er schafft's. Er ist schon auf der Bremse. Ja, das geht. Gott sei Dank war nicht der Lenk im Gesicht oder so. Das wäre noch schlimmer gewesen. Und hier der letzte Junge. Das ist so ein perfekter Endcut. Wirklich, ein perfekter Endcut. Ich freue mich extrem. Und ich finde sowas einfach nur funny. Das ist natürlich schadenfroh, aber trotzdem, es ist funny. Und das ist einfach nur genial. Ich liebe es. Lasst gerne ein Abo da, lasst gerne ein Däumchen oben da. Wir werden später nochmal kurz auf ein Trendvideo reagieren. Schaut auch gerne vorbei, abonniert den Channel gerne. Und schaut auch gerne morgen wieder vorbei. Morgen geht's in die Formel 2 und Last Driver Standing. Das ist mein eigenes Format. Wir werden da. Es ist halt Formel 1 mäßig. Könnt ihr gerne vorbeischauen. Abonniert den Channel gerne deswegen auch. Aktiviert auch gerne die Glocke, dass ihr nichts mehr verpasst. Und wir sehen uns hoffentlich auch später oder morgen nochmal. Bis dahin, danke fürs Zugucken und ciao.